Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Calypso und wir spielen Forest. Ich möchte euch hier zeigen, was ich schon alles erbaut habe. Ja. Wir sind oben in den Bäumen. Hier habe ich schon zwei Regale. Und wir müssen erstmal was trinken. Erstmal müssen wir mal einen Schluck saufen gehen. Haben wir was da? Wir haben was da. Und ich werde auch. Ich mache auch gleich meinen Wasserbeutel voll. Sicher ist sicher. Ich hier während der ersten Aufnahme sterbe. Sterben wollen wir ja nicht. Hier ist mein Futterständer. Zwei Fische sind drauf. Da hinten geht es noch weiter mit meiner Brücke. Hier ist mein Lager. Ja, das geht hier ratzefatze. Und ich habe meine Zeit nicht gestoppt. Nein. Moment. Tja, dann müssen wir ein paar Abzüge machen. Warte mal, das machen wir zurück. Dann stelle ich mir auf 15 Minuten. Sicher, sicher. So. Gut, mal gucken, ob die Folge was wird. Wieso? Ich hoffe, das wird super. Ha, super Aufnahme. Also, mein Lager. Für die Grafik, ja. Ja, die Grafik hoffe ich geht so. Wahrscheinlich geht's ja nicht so. Wenn ich mich immer drehe, dann verschwimmt das Bild. Ich weiß auch zurzeit nicht, wie ich das ändern kann, aber ich möchte unbedingt mit euch zusammen Forest spielen. Also hier habe ich meinen Garten. Zwei Stück. Schlagen tut er auch. Wunderbar. Ich hatte das letzte Mal Probleme. Da wollte er nicht schlagen. Jetzt kann ich auch was einpflanzen. Hier nicht. Vielleicht ist ja auch hier was eingepflanzt. Egal. Ja, hier unten ist es nicht ganz sicher. Musste ich feststellen. Die flutschen hier irgendwie durch. Vielleicht habe ich auch die falsche Wand gewählt. Wahrscheinlich. Dann habe ich nebenan noch ein bisschen was gebaut. Mit den richtigen Wänden. Aber auch hier kommen sie durch. So, dann gehen wir mal hier nach oben. Sicher ist sicher, bevor wir Besuch bekommen. Und natürlich stellt er sich falsch hin. Ja, ich habe hier übrigens einen wunderschönen Baum. Gleich kommen die deswegen so viel mal her. So, na lauf doch mal. So, da hinten habe ich noch eine kleine Hütte. Musste ich da hinbauen. Wie ihr seht, habe ich ja schon viel Holz abgehackt. Na, natürlich, ich brauche dafür Holz, was man hier auch sehen kann. Ja. Und da musste ich mir da hinten noch ein kleines Lager errichten, beziehungsweise ein kleines Häuschen, damit ich sicher bin, weil von da bis hierher rennen, das ist ja. Das ging ab und zu mal nicht. Besonders nicht, wenn man. Wenn die Energieleiste unten ist. So, wie ihr sehen könnt. Bambi sind hier aktiv. Nahrung rennt hier rum. Und wir gehen mal zu meinem anderen Baustück, wo ich noch dran bin am Bauen. Ups, beinahe zu weit gesprungen. Das soll hier noch eine Brücke werden, hier rüber. Eine kleine Abkürzung, weil das ist hier zu weit der Weg. Wir wollen eine Abkürzung bauen. Und ich möchte hier auch weiter in den. Ein Lurch, hallo. Ich möchte hier auch weiter in den Wald rein bauen. Natürlich alles auf Brücken. Oben ist man sicher, hoffe ich doch. Wer weiß, für wie lange. Aber die sich da noch einfallen lassen. Ja, ich habe dich gehört. Ja, Hallöchen. Schön, dass du es auch in diese Folge, in meine erste Folge geschafft hast. Und da hinten, da oben, da hinten, jetzt links am Bild, kommt Nummer zwei. Ja, die zwei Exemplare sieht man nicht selten, sondern sehr oft. Und die kommen immer im Doppelpack. Ja, und da freuen sich an meinen Baumstümpfen. Na? Gut, also hier habe ich mal angefangen zu bauen. Oh, da schreit sie. Siehst du hässlich aus? Ich habe nur angezogen. Ich müsste schreien, wenn ich dich sehe. Oh. Geh weg. Schnapp dir ein Bambi. Oder hier so ein Waschbären. Hört ihr das? Die hat gemacht. Wieso machst du sowas? Komm mal her. Jetzt dreht sie am Rad. Hey, macht sie.
bin. Hast mich wieder neu entdeckt, ja? Ist aber Jan schon am Schnaufen, die Gute. Ja, ja. Aber dir möchte ich jetzt keine Aufmerksamkeit schenken. So, also hier habe ich auf jeden Fall angefangen. Es war hier noch mitten im Wald damals. Da stand jetzt halt doch mal die Schnauze da unten, sonst komme ich runter. Nee, mein Pfeil würde ich treffen. Ja, hier war noch alles bewaldet und ich hatte dann auch so wunderschönen Besuch wie hier gehabt. Erst war es einer. Da hinten laufen sie. Ja. Da hockte ich da in meiner kleinen Hütte und da habe ich Besuch bekommen. Erst war es einer, dann waren es zwei, dann waren es drei, dann waren es vier. Ich wollte dann aus Langeweile dann noch mir ein Dach entzimmern. Ja. Statt er mir ein Dach hingezimmert hat, hat er dann losgeschlagen, ne? Einmal so und dann war eine... Ich habe nur einmal gedrückt, nicht zweimal. Gut, okay. Hat er mir eine Wand rausgehauen. Somit war ich ja dann voll sicher. Nämlich nicht. Ich musste dann schnell wegrennen und bin Richtung Strand. Guck mal, die saufen sich hier tot. Ihr sollt das nicht trinken. Ich darf das auch nicht trinken. Wenn ich so baue, dann kommt ihr nicht mehr hier trinken. Am Strand, das möchte ich jetzt auch euch noch zeigen. Wir laufen lieber oben lang. Das zeige ich euch noch schnell. Oh ja, das zeige ich euch auch. Und dann in der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall hier weiter mit euch bauen. Und den Besuch der netten Nachbarn mit einem Lächeln entgegensehen. Wir machen nämlich den Zaun dazu. Ne? Einmal komplett dicht. Dann müssen wir das hier noch verbinden. Da laufen sie. Rechts oben im Bild. Das nette Pärchen. Das sind die Nachbarn unter mir. Hier. Gut. Genau, und da hinten, ganz da hinten weiter, haben wir einen See. Der ist größer und da würde ich... Wir haben drei. Hey, es sind drei. Das fängt ja super an. Also auf jeden Fall hat man hier keine Ruhe. Hier muss man immer Stückchen für Stückchen sich irgend so ein kleines Zeltchen hinstellen, wo man halbwegs sicher ist. Hinzimmern, ja. So. Ich habe hier auch eine Höhle, man hört's. Es bläst. Das bläst hier um die Ohren. Das muss ja bei denen da, die haben da Durchzug da unten in der Höhle. Die Höhle. Hier haben wir übrigens einen Friedhof. Die ich denn erledigt habe. Mit Pfeil und Bogen. Die trage ich alle dorthin. Und da, von mir aus können sie da verorten. So, ich zeige euch jetzt mal schnell. Hüppelhüpp. Ab zur Höhle. Hier haben wir den ersten Höhleneingang. Da war ich auch schon unten. Ich habe mir schon die eine Axt geholt. Ich war auf dem Boot und habe mir die andere Axt geholt. Somit hatte ich drei plus dem hier. Das habe ich auch schon vom netten Nachbarn geschenkt bekommen. Fand ich sehr nett. Macht sich hier sehr gut. Den hier, den habe ich mir auch gemacht. Ein paar Federn habe ich auch schon angeklatscht. Sehr nett. Mollys habe ich, zwei Bomben. Wir können aber noch mehr Bomben machen. Fressen habe ich genug. Ein paar Köpfe sind es nicht. Ein Kopf, ein paar Beine, ein paar Arme, ein Topf. Nachts zum Reinpolern, gut geeignet. Ich möchte den Schädel nicht, ich möchte die jagen. Das war ein Vogel, ich dachte schon. So, ab zum Strand mit uns. Ohne hier runterzufallen. Ja, ist doch mal was anderes, oder? Mal oben zu bauen. Na, so. Da wächst was in meinem Garten. Grün Zeug. So, wir trinken mal schnell was und essen einen Fisch. Hab ich noch Fisch? Nein, angeln müssen wir denn auch noch gehen. Lalalala. So. Gleich sind wir da. Mein Startpunkt. Ich find's lustig. Hier oben läuft er auf dem Holz und das hört sich an, würde hier unten laufen. Gut. Meine Nase killert. Warum? So. Da unten habe ich angefangen. War da
Warte mal, ich kann doch die Abkürzung nehmen. Ich muss nur auf den Stein landen. Hier auf den. Ah, Schwein gehabt. Ich dachte schon. Hier habe ich angefangen. Und habe mir dann das Holz von da hinten geholt. Und habe hier dann angefangen, die Brücke zu bauen. Richtung Wald hinein. Wenn ihr wollt, können wir auch nochmal von vorne anfangen. Aber auf jeden Fall werde ich hier anfangen. Wenn wir nochmal von vorne beginnen sollten. Aber ich würde, die Brücke würde ich weiter hinten denn anfangen. Da, wo das Grünzeug dann das Korbzeug anfängt. Jetzt kriegen wir auch noch ein Vögelchen. Kennt ihr bestimmt auch, ne? Ist immer derselbe Vogel, der kommt. Da hinten bin ich abgestürzt. Sieht man vielleicht so ein bisschen? Ja, ich finde es nicht schlecht. Nachts wird man so oder so geweckt. Die können ja eh durch alles sehen. Unsere Nachbarn. Erstmal wieder ab nach oben. So. Eine Insel mit zwei Bergen haben wir auch. Und eine Insel mit einem Berg. Dann rennen wir mal schnell zurück. Wie gesagt, mit der Grafik tut's mir leid. Ich krieg das besser nicht hin. Vielleicht kommt's ja noch. Aber mit dem Drehen, ich versuche mich auch schön langsam zu drehen. Diese Mausempfindlichkeit, die sind... Hab ich gerade was gesehen? Nö. Die Mausempfindlichkeit von diesem Spiel, kann ich euch mal zeigen? Tada, ist ganz unten. Oder ich muss mich ganz langsam bewegen, ganz langsam und darf nicht rennen, aber das macht ja so keinen Spaß. Das Teil hier, das habe ich einmal nicht fertig gekriegt, weil mir der Schädel gefehlt hat. Und ja, bin dann raus und wieder rein, hab den Schädel aufgesammelt und jetzt so, tja. Bleibt er so. Wegkommen kann man den, glaube ich, auch nicht. Nö. Der bleibt standhaft stehen. Och. Durch die Tür. Was haben wir denn da unten schon? Was wächst denn? Na, lass was noch wachsen. Aber hier kann man nichts einpflanzen. Na, vielleicht beim nächsten Mal. Und dann fahren wir wieder hoch. Na, rein hier. Rein. Steine habe ich genug. Stickies habe ich genug. So eine Holzschlitten habe ich auch genug. Ich glaube, jetzt sind es schon 10 oder 11, wenn ich mich nicht irre. Die anderen stehen alle da hinten, weil ich ja da gerade am Baum bin. Ja, dann würde ich sagen, das war es dann erstmal für die erste Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut weiter. Und da hinten, der Friedhof. Vielleicht mache ich da noch mehr hin. Und da kann man das schön fackeln lassen in der Nacht. Sollen sie alle dagegen rennen. So, rein ins Haus. Na. Tja, das war's erstmal. Nicht ganze 20 Minuten, aber für einen Anfang. Schauen wir mal, das reicht dann erstmal. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.